Was geht hier in Pokémon Tekken? Ich möchte hier noch mein Team ändern. Und zwar das da hier haben wir ja noch nie genommen. Mit Tragosso und Digda. Die beide eine schnelle Vorbereitungszeit auch haben. Das haben wir noch nie genommen. Also wechseln wir zu dem rüber mal. Okay. Jetzt nichts wie in die Ferrum-Liga. Die blaue Liga ist, denke ich, jetzt wirklich bald vorbei. Also, was habe ich gerade? Habe ich gerade freier Kampf gedrückt? What the fuck? Liga-Match natürlich. Wieso drücke ich freier Kampf? Ja. Obwohl, ja, stimmt. Diese Reihe müssen wir noch machen, ne? Und dann sind wir 10. Aber nach dieser Reihe kommt, denke ich, die letzte. Und dann können wir dem Turnier beitreten. So, nehmen wir gerade mal hier dieses Team. Der erste Kampf einfach gegen Logo schon, Alter. Krass. Und im Geisterhaus. Nice. Ja, hat sehr viel abgezogen, nice. Okay. Eigentlich ist es ja egal, wenn ich jetzt hier zuerst nehme, weil sie haben ja beide eine schnelle Vorbereitungszeit. Aber jetzt ist Dicta voll, jetzt nehmen wir Dicta. Und setzen ihn gleich mal ein. Oh, nice! Alter! Nice! Das ist eine lange Schaufelattacke von ihm. Ja, okay, gefällt mir noch die Attacke. Ich glaube, das kann man, wenn er diese Schaufelattacke macht, kann man nachher auch angreifen. Ich glaube, das trifft dann den Gegner auch. Okay. Okay. Also Dicta finde ich eigentlich ziemlich gut noch mit dieser Schaufelattacke, weil ich glaube, er verfolgt den Gegner auch, ne? Ich hatte so das Gefühl, ich glaube, er verfolgt die Gegner auch. Ja, der gefällt mir, Dicta. Tragosso testen wir jetzt in diesem Kampf gegen Gengar. Ja, vorhin habe ich vergessen, ihn auch zu testen. Ja, ich muss auch gestehen, ich schaue nicht immer gerade immer auf die Helferleiste, wenn die voll ist. Aber ja, kann man halt auch manchmal ein bisschen vergessen, ne? Alter, was geht ab? Alter, was geht mit dem ab? What the fuck? Ey, er lässt mir nicht Zeit zum Angreifen. Alter. Nice Combo, aber die hat richtig reingehauen. So, den Grab. Alter! Alter, was? Was ist mit diesem Gengar los? Der ist wirklich... Der ist overpowered, Alter.
Der ist ja richtig stark. Alter. Okay, der macht so einen Boomerang mit seinem Knochen. Zieht aber nicht so viel ab, die Attacke von Dragosso. Ja, okay, ihn finde ich jetzt nicht gerade so geil. Aber Dicta finde ich wirklich nicht schlecht. Weil ich glaube, man kann nachher auch eine Combo-Attacke ausführen, wenn er eben diese Attacke ausführt, weil die Schaufelattacke von ihm geht ziemlich lang. Er schlägt ja mega viel zu. Das können wir, glaube ich, auch gut ausnutzen. So, jetzt aber nichts wie den Gengar jetzt mal wegräumen, Mann. So, Finisher. Das Problem ist halt jetzt wieder, der Gegner hat volle Resonanz. Ja, er hat volle Resonanz. Die haben wieder Leere. Alter, fuck, jetzt habe ich wirklich Angst, Alter. Er hat uns in der ersten Runde ohne die Mega-Entwicklung besiegt. Alter, jetzt müssen wir richtig reinhauen, Mann. Okay, Dick, da ist stark, klar. Ja, er verfolgt wirklich den Gegner. Alter, der ist mega geil. Ja, und wir können ihn dann auch gerade angreifen, den Gegner. Okay, eine Combo-Attacken haben wir jetzt nicht richtig machen können, aber ja. Alter, what the fuck? Alter, was? Wie viel zieht das ab? Nein, nein, komm. Alter, 5 KP. 5 KP. Alter, was? Das war... Der war mega stark, Alter. Das war jetzt mega ein knapper Sieg. 5 KP hatten Manonosch. Was war das gerade? Krass. Alter, war das ein Kampf, Mann. Der war auf dem 18. Platz. Wie sieht dann beim 10. Platz aus mit dem Lucario, Alter? Der ist ja dann vielleicht noch stärker. Also nicht vielleicht. Er ist ja mit dem Rang stärker. Aber ja, halt auch gegen mich. Ja. Lucario dann mich auch rasiert. Manchmal kommt es halt auch auf den Pokémon drauf an, weil Gengar ist ja ein Techniktyp, der kann mega Reichweitenattacken einsetzen, die man einfach auch nicht sieht und so, ne? Okay, die kann man sicher auch vorhersehen, aber nicht so leicht irgendwie. Boah, Alter, dieser Kampf gegen Gengar vorhin, das ist krass gewesen, ey. Okay. Jetzt haben wir wieder da. Aber unser Lieblingsteam, so meines zumindest, ist mein Lieblingsteam eigentlich von diesen drei, die wir jetzt haben. Wohl eigentlich insgesamt von allen ist das, glaube ich, mein Lieblingsteam. Weil es ist halt schon geil. Alter. Ey, was geht ab? Die Gegner, was ist los? Alter. Turmkick in die Fresse, Mann. Alter. Boah. Das hier, die letzten Gegner. Hier in der blauen Liga haben es ja wirklich noch ziemlich drauf, Mann. Aber jetzt wird er rasiert, Glurak. Jetzt haben wir Jirachi. Aber er hat auch volles Limit. Okay, aber wir Ausgleich. Aber noch nicht ganz, aber fehlt nicht mehr viel. Okay. Alter.
hier, Mann, frisst den. Ich wollte den eigentlich noch mit ein paar, ja, halt normalen Angriffen besiegen. Nicht gerade mit dem Finish, einfach mit anderen Attacken noch ihm sehr viel Schaden. Aber der Finisher hat mega rasiert, Alter. Mit Jirachis Fähigkeit hat das ziemlich viel abgezogen. Mit dem Angriffsboost. Heißt aber auch, dieser Kampf gegen die Urak war nicht so einfach, muss ich jetzt sagen, Mann. Und boah, ist erst die blaue Liga. Irgendwie habe ich ein bisschen Schiss sogar. Weil, Alter, dann in der roten Liga und in der Chroma Liga. Alter, das wird dann dort noch ein bisschen anders sein, Mann. Ist dann nochmal eine andere Liga. Okay, mal gucken, was wir jetzt rauf tun. Jetzt will ich mir auch ein bisschen besser überlegen, was. Ja, komm, gehen wir einfach auf Angriff. Eine runde Brille, okay. Okay, jetzt kämpfen wir gegen Hank. Denn Lucario hat auch gefährlich, Lucario. Welches Team nehmen wir? Ja, Team A wieder, Team A. Und ja, der ist halt 10. Platz in der, im Rang. Und er hat als Titel Meister. Ah, jetzt habe ich es nicht gerade lesen können. Meisterkämpfer oder so, ne? Hat es gestanden. Ja, ich habe es nicht richtig lesen können. Egal. Er findet sich selbst zumindest sehr stark. Darum hat er auch so einen Titel. Aber wir werden den trotzdem keine Chance lassen, diesen Gegner. Dem Hanky. Hank. Irgendwie so ein spezieller Name, irgendwie noch. WTF. Okay, der hat's wirklich drauf. Der hat's drauf, Leute. Ja, Mann, sehr schön. Alter, was geht ab? Ich muss meine Resonanz nutzen, Alter. Der zerstört uns irgendwie gerade. Nein, ah, bin ich dumm. Nein, bin ich... Alter, what the fuck? 21 Copy. Was ist los hier, Mann? Boah, der Gegner hat jetzt volles Limit. Wir haben unseres verbrauchen müssen. Wir waren einfach im Notfall in der letzten Runde, Mann. Ja, Mann. Boah, aber diese Attacke, finde ich, trifft auch mega viel. Dieser Feuervogel in der 2D oder in der 3D-Phase. Ich finde, die trifft immer ziemlich viel, Mann. Das ist schon krass. Ja, weil es hat sie wieder getroffen, Alter. Okay, die Attacke ist irgendwie schon ein bisschen... Ja, die ist schon ein bisschen OP. Ich finde, die ist eine der stärksten Angriffe von Logok, aber... Ich werde jetzt natürlich nicht immer einsetzen, das wäre auch ein bisschen pussyhaft, ne? Klar. Okay, man könnte auch verlieren, wenn man die ganze Zeit diese Attacke einsetzt, weil... Ja, immer wird sie dann auch nicht treffen und... Ja. So gut. Wäre das, denke ich, auch nicht, wenn man es die ganze Zeit einsetzt, aber... Ja. Darum, ich werde es schon nicht die ganze Zeit einsetzen. Weil es wäre scheiße, oder? Es wäre scheiße. Team B. Aber okay, ja, man ist eigentlich nicht im Nachteil, weil diese Attacke trifft wirklich fast immer, Alter. Und ja, wäre dann halt scheiße, wenn man immer diese Attacke einsetzt, ne? Grabbitland mal wieder hier in dieser Map. Thank you.
Ach. Aber mit dieser Luftattacke, das ist ja mega schwer, irgendwie den Gegner zu treffen bei der 3D-Phase mit dieser Feuerballattacke in der Luft irgendwie. Das ist ja. Achso, das ist ja ziemlich schwer, mit dieser Attacke zu treffen. Ja, muss man halt ein bisschen üben und dann kann man es dann vielleicht auch. Aber ja, ich finde die Attacke eigentlich auch nicht so gut, weil sie zieht ja auch nicht so viel ab, ne? Ah, fuck. Ja, Mann. Ja, im letzten Kampf habe ich etwa die ganze Zeit jetzt den Feuervogel zuletzt gemacht, aber das habe ich einfach gemacht. Ich wollte auch gerade einfach sehen, ob das wirklich so ist, dass ob die wirklich fast immer trifft. Und die hat ja etwa 4-5 Mal getroffen gerade, ne? Das war krass. Also im gesamten Match. Jetzt haben wir getroffen. Okay. Aber man muss nicht so hoch fliegen, glaub. Das ist die Lösung, ne? Ja, ich glaube schon. Bin ich dumm, ich hab volle Resonanz und hab einen Star reingesetzt. Was ist los? Naja, komm. Eh die letzte Runde, wenn wir ihn down kriegen. Und das tun wir auch. Alter, in der letzten Sekunde. In der letzten Sekunde noch den Special einsetzen können. Und damit ist Glurak down. Okay, jetzt ist die Bewegung ziemlich kacke. 3 Sterne. Aber ist ja auch eigentlich scheißegal. Aber EP bekommen wir halt wirklich nicht mehr viel, Alter. Schon krass. Ich glaube aber auch, dass das auf die Bewertung ein bisschen rankommt. Wenn man besser spielt, dann bekommt man ein bisschen mehr EP. Wenn man weniger gut ist, halt ein bisschen weniger, ne? Ich glaube, so ist es. Wäre ja auch logisch, wenn das so wäre. Aber auch wenn wir so gut ein Match bestehen, wie wir es einmal gemacht hätten, so als wir noch Level 8 oder Level 10 waren, haben wir trotzdem früher mehr bekommen. Also das ist wirklich, weil wir schon ein ziemlich hohes Level haben, da bekommen wir halt wirklich nicht so, ja, nicht so schnell wieder mehr AP. Naja, ist halt so. Ja. Okay. Okay. Nein, das sind immer noch nicht alt, die wollen uns jetzt aber in die Länge ziehen, ey. Immer noch nicht die letzten Gegner. Was soll das? Immer noch nicht die letzten Gegner. Alter, okay, aber dann sind wir Sechster. Ja, aber dann nach dieser Reihe muss eigentlich der Erstplatzierte kommen, weil, Alter, sonst ziehen die es ja wirklich mega in die Länge. Naja, im nächsten Part geht es dann weiter hier mit Pokémon Tekken. Und wie ich sehe, wir haben gerade jeden Kampf gegen ein anderes Pokémon. Nice. Wrestler Pikachu, Pikachu, Glurak, Knackrak und Lucario. Nice. Okay. Bis zum nächsten Part und ciao, Leute.